Willkommen zurück zu Shovel Knight! Und ich kann die Verzauberin jetzt hoffentlich besiegen! Ohne mein Horn! Soweit zumindest die Theorie. Wie ihr seht, ich bin gerade bei einem Versuch da unten schon mal gestorben. Und Treffer! Ja, kommt sie hier rüber? Wow! Danke an Zwergesel für den Tipp mit der zweiten Phase. Aber dazu später näher. Jetzt will ich sie erstmal hier besiegen. Ich sollte schauen, dass ich ihre Attacken dieser Art nach rechts irgendwie bringe. Da, wo der Boden fehlt. Naja, egal, ich hab's. Mit dem Feuerball. Das Schöne ist, ich habe jetzt noch zwei Tränke übrig. Und ich habe volles Mana, sobald ich unten bin. Das heißt, ich könnte jetzt sie sogar wahrscheinlich komplett mit dem Horn besiegen in der zweiten Phase. Genau, ich kriege immerhin hier mein Geld wieder. Hallo, Geld. Boah. Ich dachte gerade, ich hole mir erstmal gemütlich mein Geld und dann musste sie plötzlich fangen. Konnte ich doch nicht ahnen. So, also folgendes, die Zauberin, Verzauberin. Ich habe letztes Mal schon festgestellt, ich kann ihr nur am Kopfschaden zufügen. Deswegen irgendwie hochkommen zu ihrem Kopf. Ich habe immer versucht, hier auf das Schild zu springen. Und das Ätzende ist halt tatsächlich, tatsächlich wohl so gedacht, dass man hier mit solchen Schaufelstürzen an seiner Freundin hochspringt. Wobei halt letzten Endes, schaut mal genau hin, ich muss zweimal springen, weil ich beim ersten Mal sie unterhalb treffe des Schildes und damit ihr quasi, also ich greife sie sozusagen an, meine Freundin. Und es ist halt der Grund, warum ich letztes Mal auch nicht auf die Idee kam, das zu tun. Weil ich einfach nicht meine Freundin angreifen will. Naja, okay, so viel dazu. Das hat ja super geklappt. Gut. Dann machen wir das einfach mal so ein bisschen cheesy. Ey, ich sagte cheesy. Bist du gesehen? Das erste Mal war ich unterhalb des Schildes. So, jetzt brauche ich Mana. Da treffe ich sie doch wieder. Ah, wenn sie runterkommt, kann ich sie auch treffen. Okay. Dann müsste sie. Nein, verdammt. Da ist sie tot. Yeah! Nimm das! Es ist aus, Shovel Knight. Hier fällt alles in sich zusammen. Wir müssen hier fort. Gehen wir! Das habe ich gerade nicht mehr gelesen. Was? Shield Knight! Black Knight, ein Glück, dass du da bist. Shovel Knight ist verletzt. Bring ihn nach draußen. Nein! Ich kann dich nicht zurücklassen. Wie willst du entkommen? Dieser Zauber ist zu stark. Ich kann nicht noch länger durchhalten. Lauf! Du kannst das nicht abwehren. Es wird dich zerreißen. Ich bin so glücklich. Ich muss euch beide sehen. Ein letztes Mal. Viel Neid. Los, nimm Shovel Knight mit. Rette ihn. Versprich mir, dass du ihn rettest. Ja, und das war's. Shovel Knight. Ein trauriges Ende. Ich konnte Shield Knight letzten Endes doch nicht retten. Dann war es im Nachhinein auch egal, dass ich sie angegriffen habe mit meiner Schaufel, um meine Gegnerin zu treffen. Andererseits, naja, ich habe immerhin das Land gerettet vor der Unterdrückung. Das ist ja schon mal was. Und mein Lieblingscharakter hier ist immer noch der Apfelschkönig. Halb Fisch, halb Apfel. Möge sein Stängel lange wachsen.
Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's, naja, größtenteils ganz nett. Also größtenteils fand ich ziemlich gut sogar. Bis auf ein paar Dinge, die mich wirklich angekotzt haben, wie diese Physik-Sachen. Also dass man zum Beispiel bei einem Gegner, wenn man ihn zum ersten Mal schlägt, zurückgestoßen wird, aber dann beim zweiten Mal danach nicht mehr. Das finde ich halt einfach nur seltsam. Und das müsste nicht sein, meiner Meinung nach. Das macht das Ganze nur unnötig schwer, weil unberechenbar. Ansonsten war mir auch nicht ganz klar, dass das Schaufel-Upgrades sind und ich alle drei haben kann, aber bei der Rüstung nur eine tragen kann. Das wurde nicht genau unterschieden, das habe ich mir zum Fall rausgefunden. Das finde ich sollte ein bisschen klarer definiert sein. Ja, ansonsten muss ich aber sagen, super, gutes Level-Design, gute Gegner, coole Gegner, schönes Gameplay, nicht allzu schwer, aber halt durch diese Rückstoßgeschichte teilweise sehr kompliziert. Ach ja, aber Rückstoß, es gibt auch einige Stellen, das kam jetzt im Let's Play nicht so oft vor, aber ich habe es im zweiten Spielstand nochmal angefangen, komplett zu spielen. Dass ein Gegner quasi von rechts trifft und man dann nach rechts geboostet wird. Nach rechts in den Abgrund fällt. Zum Beispiel andersrum, dass man links vom Abgrund steht und dann kommt ein Gegner von rechts vom Abgrund her und stößt einen in den Abgrund runter, wenn er einen trifft. Sowas, finde ich, geht eigentlich gar nicht. Da sollte man als Spiel schon fair sein und ein bisschen realistisch bleiben. Weil, auch wenn man da getroffen wird, sollte es zumindest noch voraussehbar sein für den Spieler, was jetzt genau passiert. Ja, ansonsten, cooles Spiel. Hat mich gefreut zu spielen. Es hat mich ein bisschen an die gute alte Super Nintendo-Zeit erinnert. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Endlich gerettet. Ich habe mein Versprechen gehalten, viel Knight. Ruh dich aus, Shovel Knight, bis wir uns wiedersehen. Achievement unlocked! Victory! Sehr schön. Ich mach das mal ein bisschen schneller. Ich habe da so eine Vermutung, was jetzt noch passiert. Deswegen scroll ich hier mal relativ schnell durch die Credits durch. Das sollte man ja trotzdem noch sehen können im Video. Ah! Sehr schön. Nein, ich möchte nicht überspringen. Danke fürs Spielen, produziert von Yacht Club Games. Ja, danke für das Spiel, Yacht Club Games. Und jetzt mache ich auf. Was ist das? Shield Knight! Shield Knight! Jo, das ist da doch ein Happy End. Oh, wie schön. Ein Happy End. Sie hat es doch noch geschafft, nach draußen zu kommen. Das ist nun hoffentlich wirklich das Ende. Denn meine Vermutung ist, dass ich jetzt durch das Spiel... Genau. Ah, was? Plague Knight. Herausforderungsmodus. Ich hatte eine Schaffung mit neuen Shovel Knight Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen. Oh, das ist schön. Müsst ihr mal schreiben, wenn ihr sowas sehen wollt. Ich persönlich bin nicht so der Fan von Herausforderungen. Allerdings, wie gesagt, ich kann jetzt Plague Knight spielen. Und ich würde da gerne mal kurz reinschauen. Warum auch immer ich mich gerade F29 genannt habe, ist ja egal. Ich würde da mal reinschauen und schauen, was andere Levels sind. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteuer. Ja, das kennen wir. Das ist der gleiche Vorspann wie vorher.
Oh, der Chef ist im Anmarsch. Wir müssen zurück zum Labor. Und zwar schnell. Ich will nicht. Bla bla bla. Okay, das sind jetzt meine Untergebenen sozusagen. Interessant. Wow, was ist das denn? Und wie komme ich da jetzt hoch? Hä? Okay. Wie komme ich da jetzt hoch? Also ich kann einen Doppelsprung machen, aber danach nicht mehr weiter. Und mit Rocket Jump komme ich auch nicht drüber. Halt einfach X zum Aufladen gedrückt und hol uns mit einem Bombenschuss hier raus. Und hör gefälligst zu, wenn jemand dir was erzählt. Sonst passt doch was Wichtiges. Ups. Moment. Ah, okay. Okay, interessant. Also wenn ich das Angreifen eine Weile gedrückt halte, dann kriege ich einen Boost nach oben. Ah, genau so, ja. Das ist cool. Das Gameplay ist lustig. Leider hat der Plague Knight ein Problem. Und nämlich. Sekunde. Münze will ich. Er ist ein bisschen träge. Also, ihr seht, wenn ich jetzt runterkomme, dann läuft er noch eine Weile vor sich hin. Das ist was, das kenne ich so gar nicht von Shovel Knight. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ätzend. Andererseits. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch verwirrt. Shovel Knight oder einfach so anderes gewöhnt. Ich werde jetzt noch den ersten Level beenden. Und dann bin ich dafür, dass ihr mir sagt, ob ich hier als Plague Knight das Spiel nochmal spielen soll. Ein Sack Platonika, um deine Gesundheit maximal aufzufüllen. Einfach das Menü mit öffnen. Einfach das Menü mit öffnen und trinken. Okay. Denn so wie das aussieht, sind das hier neue Levels. Nicht die gleichen wie bei Shovel Knight, sondern andere. Und das Gameplay ist auch ein bisschen anders. Von daher würde ich mal sagen, schreibt mir in den Kommentar, ob ihr wollt, dass ich hier mit Plague Knight das Spiel nochmal durchspiele. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Levels es sind. Ich schätze mal, die Karte werde ich nach dem ersten Level sehen. Das war ja bei Shovel Knight damals genauso. Wie treffe ich den? Ah, so. Gut, dass ich mir selber keinen Schaden mache mit den Bomben. Wobei das hier jetzt wiederum aus wie im Original mit Shovel Knight. Ah, und ihr seht schon, mit Shovel Knight konnte ich da direkt hochspringen. Mit Plague Knight funktioniert das nicht. Der Plague Knight kann also tatsächlich wirklich nur weniger tief springen als Shovel Knight. Und das ist auch schon wieder das. Was? Ach, ich schwebe in der Luft, solange ich Dinge werfe, oder wie? Das ist ja lustig. Nein, mich jetzt nicht in die Stacheln. Geh mal weg. So ist rein. Dann habe ich auch noch mein erstes Notenblatt als Plague Knight. Naja. Ich bin mir nicht so sicher, ob mir das wirklich gefällt. Das ist halt doch schon sehr anders. Und wie komme ich da hoch? Was? Ach so! Ich kann mich da selber hinchargen.
nicht von unten die Blöcke so angepfiffen, dann ist das so ein bisschen wie bei Mario. Wenn er groß ist und Blöcke von unten trifft. Oh, komm schon! Triff! Triff doch! Damit kann ich da Blöcke von unten her zerstören. Geht das auch mit Gegnern? Nein. Hui! Man kann mich hier wieder mein Leben auffüllen. Hui! Das war knapp. Geht's da weiter? Ich finde es ein bisschen seltsam, dass er am Boden so direkt nach vorne wirft. Sobald ich nur ein kleines bisschen in der Luft bin, schräg nach unten. Weil dieses schräg nach unten werfen ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit erwarte. Moment, was? Habe ich gerade mich in der Luft aufgeladen? Naja, egal. Hat ja funktioniert. Wie komme ich jetzt darüber? So. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wie ich den Gegner da drüben loswerde. Aus der Luft. Was? Wie soll das denn gehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie soll das denn funktionieren? Kann ich ihn nach oben werfen? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder vielleicht, wenn ich hochcharge, kann ich darüber werfen? Nein. Ah, so. Interessant. Stimmt, ich kann ja in der Luft bleiben. Habe ich ja vorhin schon festgestellt. Solange ich werfe, bleibe ich in der Luft. Das ist mir jetzt wirklich... Ich will so schnell wie möglich hier mal durchkommen. Um, wie gesagt, die Welt zu sehen. Was ist das hier? Was ist das hier? Eine Kanone. Sehr cool. Wenn ich mich nicht täusche, war hier ein Gegner. Da ging's auch. Ah, da war auch ein Gegner. Das hatte ich vergessen. Aber hier ging's doch zu einer Truhe hoch. Naja, okay. Also es scheint doch. Die Levels sind doch in gewisser Weise ähnlich wie mit Shovel Knight. Wobei, ich frage mich, ob ich hier rüber kann. Nein, kann ich nicht. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob die Karte auch so aussieht wie bei Shovel Knight oder anders. Ich schätze mal, die Welt ist mehr oder weniger die gleiche, so wie das hier aussieht. Nur halt irgendwie kaputt. Deswegen hier die ganzen Plattformen auch kaputt sind. Na. Ich habe keine Ahnung, wofür die Münzen sind. Ich bin geneigt, das rauszufinden. Wow. Wie komme ich da denn rüber? Ah, so. Okay. Was? Geht doch. Ah, ich kann auch an der Leiter werfen. Okay. Ich kann mich an der Leiter aufladen. Interessant. Schön ist natürlich, dass ich im Gegensatz zu Shovel Knight hier eine... Na, aber das meinte ich gerade. Wenn ich hier werfe, dann werfe ich drunter. Wenn ich dann hochspringe, um ein bisschen höher zu treffen, dann werfe ich halt auch drunter, weil er schräg runterwirft. Das finde ich ein bisschen seltsam. Also ich finde, die
Wurfanimation, die Wurfrichtung sollte einheitlich sein, unabhängig davon, ob ich in der Luft bin oder nicht. Weil wenn ich dann hochspringe, um was höher gelegenes zu treffen, was ich nicht treffen kann, gerade aus meiner aktuellen Position, dann erwarte ich eigentlich schon, dass ich dann was Höheres treffe danach. Oder damit. Das kann ich nicht einsammeln, ne? Das ist schade. Ich bin gespannt, dass es hier auf mich wartet. Black Knight, hör mir zu, Zauberistin. Ich weiß, dass du ihm bei seiner Suche nach dem ultimativen Trank hilfst. Ultimativer... Was? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er abgehauen ist, um sich dem Orden ohne Gnade anzuschließen. Ah, ein Trick der Alchemie. Mich kannst du nicht narren, ich weiß, dass er danach trachtet, dich mit einem Trank zu betören. Warte, mich? Was willst du damit andeuten? Oh, da kommt jemand. Ach, das ist ja der panische Pausenclown. Höchstpersönlich. Ist es das wirklich wert, seinen der Verbündeten in das Licht zu führen und das Herz der Zauberistin zu gewinnen? Hihihi, was? Wo in aller Welt hast du das denn gehört? Und ich weiß, wie du die Zutaten sammeln willst. Das Einzige, was doch schlimmer als ein derangierter Alchemist ist, ist ein Verräter. Mit dem Orden kannst du ja gerne machen, was du willst, aber niemand bedroht ungestraft. Die Verzauberin. Die Verzauberin? Das war doch gerade die Zauberistin. War das nicht gerade die Zauberistin? Dachte ich. So, stirb! So hoch wie ich kommst du nicht. Ah, ich kann immer nur zweimal werfen. Während nämlich in der Luft. Und es macht auch unten Schaden, wenn ich hoch muss. Interessant. Wieder was gelernt. Oh Gott, wie er rumhüpft und sich freut. Sehr cool. Gefällt mir. Aber analog wie beim ersten Mal mit Shovel Knight entkommt der Black Knight natürlich. Und mir scheint... Mir scheint, die Welt ist die gleiche. Halt, keine Waffen erlauben, Moment mal. Tun wir einfach so, als hätte dich nicht erkannt und du wärst völlig deiner Wege. Das muss doch jetzt nicht eskalieren oder so. Das ist eine fiese Vogel, fragt sich ja nicht doch mal sie, Freak. Stirb! Halt! Vielleicht hast du mich durch diese Maske da nicht richtig gehört. Wir hatten das Thema doch schon mal, Meister. Du hast hier nichts zu suchen und jetzt zieh Leine, bevor ich die Geduld mit dir verliere. Was? Weil ich einmal geworfen habe, oder was? Ach ja, kein Ärger. Oh Mann! Komm ich da nicht drüber? Oh. Ach nö, ich will ins Dorf. Ich habe ganz wahr viel zu tun. Ich habe keine Zeit für den Quatsch hier. Kannst du nicht einfach gehen? Jetzt warte mal, du wirst doch bestimmt gleich voll aggro. Okay, so langsam gehst du mir echt auf den Knobelbecher. Ich habe was mache viel zu tun. Ich habe keine Zeit für den Quatsch. Geh einfach. Jetzt komm, schau und greif mich an. Ah, das klappt wohl nicht. Schade. Ach, aber ich kann in die andere Richtung. Ah. Hey, Plague Knight. Ich bewache noch immer deinen Geheimgang, aber den Schlüssel habe ich verloren. Der Schlüsseldienst dürfte so in ein, zwei Wochen kommen. Vielleicht kannst du ja bis dahin noch warten. Ein Geheimgang. Interessant. Ui, was ist das denn? Ach so. Ha. Ich brauche keinen Schlüssel für ins Dorf. Wie ihr seht. Tja, dann kann ich den Schlüsseldienst wohl absagen. Seufz. Das war das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Hihi. Nein. Was ist das? Da geht's noch weiter. Ich hab gesehen. Aha. Ah, Moment, was? Shovel Knight? Da oben? Was macht der denn hier? Was macht der denn hier? Ah, jetzt bin ich hier unten. Wow. Mona, wir haben da ein großes Problem. Man hat uns entdeckt. Ach, die Sache mit Black Knight. Ja, die Zauberistin hat mir alles erzählt. Kein Grund, Versorge den Schnabel krumm zu machen. Der Depp hat auch nichts gegen uns in die Hand. Schau mal, Gedanken müssen wir uns nur um die letzten Zutaten machen. Bis dahin müssen wir hier noch unser Schattendasein fristen. Ja, die Essenzen, ich werde sie mir ausborgen. Schön. Du weißt schon die Größe der Explosion, dass du besser Alchemist. Ja, hihi, aber die Arbeit. Aha. Die Mo.
Mona gehört also auch zu Plague Knight. Interessant. Holla, hihihi. Diese Aufzüge machen immer so viel Spaß und so schwindelig. Eine wahrhaft schwindelerregende Technologie. Hehe, egal. Wir kommen zurück im Trankinatrium. Also, woran arbeiten wir? Im Shop natürlich. Bogenhülse. Pulver. Zeug Flammen, die Wände hochkriechen. Zeug eine Feuerwalze in beide Richtungen. Ging jetzt lange nach dem Werfen. Schwebt langsam zu Boden. Drücke nach unten, um einmal zu fallen. Schwebeexplosion. Das klingt gut. Ich habe hier gerade so Probleme mit den ganzen Löchern. Und dann würde ich mir mal noch das da holen. In einem Bogen durch die Luft fliegen. Klingt auch gut. Und jetzt bin ich gespannt. Wie kann ich jetzt... Was? Moment. Ah! Schwarzpulver? Standardzünder? Nein! Schwebeexplosion. Ah! Das ist die Explosion hier. Da gibt's eine andere. Sehr cool. Coole Sache. Gefällt mir. Gut, und hier unten gibt es dann wieder den Spectre Knight und wieder den King Knight und wieder den Abfischteich. Wow, und das sieht so aus, als wäre das doch die gleiche Welt als vorher. Von daher, schreibt ihr mal in den Kommentaren, wie ihr das sehen wollt. Genau, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und wenn nicht, dann danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.